Ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zu meinem neuen Vlog. Ich war heute im Umspannwerk Recklinghausen, da war die Ausstellung ausgeflippt, Spielautomaten im Wandel erzeigt, und was ich da alles erlebt habe, zeige ich euch jetzt. Ihr werdet ein paar Eindrücke sehen und mal sehen, wie sich die Spielautomaten im Laufe der Zeit so geändert haben. Auch unter den klassischen Glücksspielautomaten waren einige Vertreter dabei, die nicht nur nett anzusehen waren, sondern schon frühzeitig in der Lage waren, Leute in ihren Bann zu ziehen. Da wir mit der Geschichte der Flipperautomaten eine sehr lange Zeitspanne überbrücken können, lassen sich sowohl Veränderungen in der Spielweise als auch technischer Fortschritt hier besonders gut erkennen. Waren Flipper früher reine Arcade-Automaten für Gelegenheitsspieler, sind die neueren Modelle jedoch wesentlich komplexer. Es gilt neben dem einfachen Sammeln von Punkten vielmehr darum, eine Geschichte zu erleben, die man in Form verschiedenster Missionen vollenden soll. Die Themen der Flipper haben sich im Laufe der Zeit von reiner Fiktion hin zu direkten Bezügen zur aktuellen Popkultur der jeweiligen Zeit entwickelt. Hintergrund hierfür war vermutlich, neben einer reinen Marketingstrategie, die Möglichkeit, den einzelnen Missionen des Flippertisches eine Bedeutung zu geben. So bekamen Spieler das Gefühl, die Handlung zu beeinflussen. Doch trotz mangelnder Hintergrundstory sollte man ältere Modelle nicht verschmähen. Sie bieten auch nach all den Jahren immer wieder den Anreiz, sie zu spielen und seinen Highscore zu verbessern. Mein persönliches Fazit: Schön, dass die Lust am Spielen sich immer noch durch alle Altersklassen zieht. So, ihr Lieben, das war's. Das war mein Tag hier im Umspannwerk Recklinghausen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Eindrücke vermitteln. Ihr habt dann mal so ein bisschen was von der Geschichte der Entwicklung der Spielautomaten mitbekommen. Und falls ihr Bock habt, vorbeizukommen, morgen gibt's auch noch diese Veranstaltung. Und ja, ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen. Also, ihr Lieben, bis zum nächsten Vlog. Tschüssikowski!